Hallo bei Nerdvermedizin. Ich bin total gespannt, denn ich habe heute Marc Michael neben mir. Dr. Marc Michael ist Oberarzt an der Uniklinik in Düsseldorf und beschäftigt sich eine ganze Menge mit konservativer Schockraumversorgung. Heute sprechen wir über das akute A-Problem. Und jetzt muss ich mal ganz provokant fragen, wo hat man denn im konservativen Schockraum überhaupt mit dem A-Problem zu tun? Ja, lieber Philipp, vielen Dank für die Einladung. Also A-Probleme sind insgesamt selten im konservativen Schockraum. So 4-5% wissen wir aus Untersuchungen. Es gibt aber natürlich auch sekundäre A-Probleme, wie die jeder kennt, bei einer Vigilanzminderung, zum Beispiel einer Intoxikation, dass der Patient eine Atemwegsverlegung hat, die wir dann entsprechend behandeln oder sogar den Atemweg sichern müssen. Es gibt aber auch selten eben primäre Atemwegsprobleme, also A-Probleme, wenn wir ans Angioödem, die Anaphylaxie denken, aber auch an Blutungen bis hin zu einer intraoralen oder Ösophagus-Varizen-Blutung, da gibt es eine ganze Menge, die sind aber selten und umso mehr müssen wir da gut drauf vorbereitet sein. Also ist ja, muss man sagen, ein riesengroßes Spektrum zwischen dem Intox-Patienten, der einfach ein bisschen Vigilanz gemindert ist, und der riesengroß geschwollenen Zunge. Jetzt ist direkt die nächste Frage. A-Problem, das kommt ganz am Anfang. Das ist ja high acute, high urgent. Ich muss quasi alles stehen und liegen lassen und mir den Tubus nehmen und den in den Mund reinstecken und hoffen, dass er sitzt, oder wie ist dann ein sinnvoller Approach? Wir haben natürlich da verschiedene Eskalationen und natürlich A steht am Anfang, das heißt treat first, what kills first. Das heißt, denkt auch an den beatmeten Patienten, der in den Schockraum kommt und der zum Beispiel eine Leckage hat, der Tubus blubbert, der Larynxtubus ist undicht. Das muss ich natürlich frühzeitig behandeln und nachblocken, um intubieren oder ähnliches. Aber ansonsten haben wir bei einer Atemwegsverlegung ja häufig verschiedene Schritte, die wir nutzen können, vom einfachen Esmarch-Handgriff, Gürtelwendetuben und so weiter, absaugen, bis hin dann zur definitiven Atemwegssicherung. Okay, das heißt, zwar extrem wichtig für das Überleben des Patienten und die Prognose, aber vielleicht doch nicht so ganz so high urgent. Man hat also hoffentlich meistens ja ein bisschen Zeit für die Vorbereitung. Der wichtige Punkt, Überleitung, Vorbereitung. Ja. Genau. Wie bereite ich mich denn gut auf so ein A-Problem vor? Genau, grundsätzlich nach Voranmeldung durch den Rettungsdienst, wie es ja meistens ist, dass wir die Informationen sammeln, unser Team briefen. Es gibt da diesen schönen Pre-Audit-Algorithmus für nicht-traumatologischen Schockraum und da ist Preparation, das P. Und das halte ich beim A für besonders wichtig, dass man das Material vorbereitet. Also für alle Eventualitäten der Atemwegssicherung bis hin zum chirurgischen Atemweg, fieberoptische Intubation bei einer massiven Schwellung, bei einem Angioödem dran denkt und natürlich auch bei den Ressourcen das Team erweitert. Also ich würde mir auch die Anästhesie dazu holen, im Bedarfsfall die HNO dazu holen, um chirurgischen Atemweg zu sichern, dass man das bestmöglich vorbereitet. Sprich, also einmal personelle Ressourcen vorbereiten, gut, das braucht immer Vorlaufzeit, keiner steht direkt daneben und wartet auf den Schockraum von den Hauptabteilungen, und auf der anderen Seite das Material. Jetzt ist direkt die nächste Frage, muss ich immer zum besten Material greifen oder wie macht ihr das ganz konkret? Also ich meine, Videolaryngoskope gibt es, aber die anderen sind ja viel günstiger und man muss ja auch mal gelernt haben konventionell. Was ist da so dein Statement? Genau, also wir nutzen das bei uns tatsächlich so, dass wir primär immer videolaryngoskopisch intubieren. Das hat Lehrzwecke, wir können sozusagen andere da einbinden, aber es hat natürlich auch einen höheren First-Pass-Success, wichtiges Stichwort in der Atemwegssicherung. Wir haben einen Atemwegswagen, wo auch extraglottische Devices drauf sind und eine chirurgische Atemwegssicherung. Das ist ja insgesamt selten, aber umso wichtiger, dass man das antizipiert und darauf vorbereitet ist. Genau. Bougies sind auch dabei. Also alles, was ums erweiterte Atemwegsmanagement zählt. Ja, aber sag mal, Marc, was sind denn für dich so echte Worst-Case-A-Problem-Szenarios? Also tatsächlich relativ häufig sieht man ja Patienten mit einem Angioödem oder einer anaphylaktischen Reaktion zunächst mal vermutet, die eine Zungenschwellung zum Beispiel haben und klassische A-Symptome haben, inspiratorischen Stridor, klosige Sprache, Übersalivation, all das, was man so aus dem Lehrbuch kennt und tatsächlich in der Praxis auch bieten. Da wäre es für mich wichtig, dass man eben nicht direkt sozusagen zum letzten Schritt der Eskalation schreitet, sondern eben wirklich Stufentherapie macht. Inhalation zum Beispiel mit Adrenalin. Adrenalin-IM-Gabe, ganz wichtig in dem Falle. Dran denken, wenn die Maßnahmen nicht ansprechen, dass es eben sich um Angioödem handeln könnte und man dann alternative Therapien einsetzt, aber eben auch die medikamentöse Therapie da ausreizt. Also auch da wieder quasi den Patienten perfekt vorbereiten.
Okay, jetzt, wenn du schon neben mir bist, ich brauche noch einen Special Trick von dir, den du mir mitgeben kannst. Vielleicht so das Power-Tool A-Problem im Alltag vielleicht. Wichtig noch dran zu denken, wie gesagt, bei beatmeten Patienten. Ein Patient kommt mit einem Larynxtubus zum Beispiel, das ist bei uns relativ häufig benutzt im Rettungsdienst, der ist undicht, dass man da sozusagen Struktur für sich schafft, wie man den wechselt. Also so eine Exchange-Technik, gibt es ja verschiedene Verfahren, und dass man den eben nicht einfach rauszieht, neu intubiert, da kann man ziemlich auf die Nase fallen, Schwellung, Blutung, und dann hat man Difficult Airway, sondern dass man da mit Videolaryngoskopie, Bougie, den Larynxtubus noch liegen lässt, gibt's schöne Grafiken dazu, wie man das machen kann, und dann im Notfall sozusagen auch den entblockten Larynxtubus nutzen kann, wenn ich videolaryngoskopisch keinen Blick auf die Stimmbandebene habe. Also sozusagen mit Bougie, Videolaryngoskop und erstmal liegen gelassenem Larynxtubus einen strukturierten Wechsel mache, um da die größtmögliche Sicherheit zu haben. Also diese Larynxtubus-Exchange-Technik. Cool, ich glaube, wir werden da noch einen Link in die Shownotes packen. Dann würde ich mal versuchen, das zusammenzufassen. Also A-Probleme, nicht traumatologischer Schockraum, das ist zwar selten, aber wenn es vorkommt, ist es für den Patienten wirklich lebenswichtig, dass man das Problem auch adressieren kann. Mhm. Ja, A-Probleme sind aber selten wirklich zeitkritisch innerhalb von Sekunden zu lösen, sondern eher von Minuten. Das heißt, wir haben Zeit für die Vorbereitung und die sollte optimal sein. Einerseits personell, man sollte sich die Crew holen, die das Problem auch lösen kann, sprich andere Experten vielleicht auch mit ins Boot holen. Und man sollte das Material direkt vor Ort haben, womit man auch eine optimale Lösung auch erreichen kann. Und das sollte nicht im Nebenzimmer liegen, gut verpackt. Absolut. Klasse, dann vielen, vielen Dank für den Einblick. Danke. Und ich freue mich, mit dir reden zu dürfen. Danke, Philipp.